Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einem weiteren Datapack Video. Das Ganze ist für die liebe Killerbanane, die hatte sich nämlich mal gewünscht, dass ich zeige, wie man Wasser trinken kann und hier ist das Video dazu. Wie immer, wenn du auch im Wunsch hast, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare und dann werde ich mich in den nächsten Wochen drum kümmern. Und wenn du in den nächsten Wochen nichts mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir jetzt den Kanal zu abonnieren und dazu auch noch die Glocke zu aktivieren, um wirklich sicher zu gehen, dass du kein weiteres Video mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Als allererstes gehst du jetzt in die Videobeschreibung und downloadest dort das Datapack. Nachdem der Download abgeschlossen ist, installierst du dieses und falls du nicht weißt, wie man Datapacks installiert, kannst du jetzt einmal oben rechts auf die Infokarte klicken. Weiter geht es dann nach Minecraft und dort müssen wir einmal /reload eingeben und haben dann hier schon stehen, was zu trinken bei Creative Simon und im Chat ist hier mehr als Eigenwerbung sowie ein Erklärungsvideo. So, in meinem Inventar seht ihr schon Wasserflaschen und Milch, denn damit können wir unser Trinkwasser auffüllen. Gut, Milch ist jetzt nicht direkt Trinkwasser, aber es ist unser Trinken, sagen wir mal. Gut, wir haben auch den Namen hier stehen, das ist Creative Simon, das bin ich, und einen Timer, der da abläuft. Das sind nämlich 180 Sekunden oder auch 3 Minuten, wer jetzt mitgerechnet hat. Und wir haben 3 Minuten einen Wassertank, sage ich mal, oder eher gesagt keinen Durst. Und erst sobald der Durststand auf 0 ist, müssen wir was trinken. Zwischendrin können wir natürlich auch was trinken, wenn wir denken, okay, ich möchte jetzt schnell keine Leben verlieren oder wenn wir schon wenig Leben haben, dann können wir uns einfach eine Wasserflasche nehmen und ich würde sagen, das Ganze zeige ich euch am besten einfach mal im Game Mode 0, das heißt, wir sagen einmal Game Mode Survival, so heißt es ja mittlerweile und jetzt können wir hier einfach mal Wasser trinken und zack, hat sich unser Score jetzt um 30 erhöht, denn mit einer Wasserflasche könnt ihr insgesamt 30 Sekunden eures Wasserscores wieder auffüllen. Milch füllt dagegen nur 15 auf, weil Wasser gibt euch natürlich mehr Energie als Milch. Milch macht euch ja angeblich stark, aber andere sagen auch, Milch ist Gift. Naja gut, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall könnt ihr den Score die ganze Zeit wieder auffüllen, beziehungsweise euren Wassertank, euren Wasserspeicher, wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber es ist wichtig zu wissen, dass ihr den nicht über 3 Minuten hochpushen könnt und dann einfach nie wieder trinken müsst. Geht in echt ja auch nicht. Da könnt ihr auch nur ein bisschen trinken und irgendwann seid ihr voll. Und das gleiche gilt natürlich auch für die Lebensbar hier unten, beziehungsweise die Health Bar. Gut, jetzt würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze einfach mal runter. Das könnt ihr selber auch machen, aber ich weiß nicht, was davon der Mehrwert ist. Das heißt, wir sagen einmal Scoreboard, Players und dann Set. Einmal für Creative Simon den Seconds Score, das sind die Sekunden, die rechts angezeigt werden. Sagen wir mal auf 5 Sekunden so. 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und schon seht ihr, wir bekommen hier ganz schnell Schaden. Das heißt, wir holen uns schnell mal Wasser und trinken dieses. Und schon geht unser Score jetzt wieder hoch und wir erhalten jetzt wieder Leben. So, habe ich noch einen Milcheimer? Gut, jetzt habe ich das Ganze nur kurz wieder aufgefüllt, aber da wir hier in einem See sind, können wir die Flaschen ja auch schnell mal wieder auffüllen und unseren Score ein bisschen nach oben bringen. Ja, und das wäre es dann auch schon. Und wie immer gibt es das Datapack in der Videobeschreibung zum Download. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.